Hallo Leute, ich bin Max. Hallo Leute, ich bin Leon. Cool. So wie der Löwe? Ja. So wie Squall? Ja. Leider. Ist doch etwas, was Nomura nie wieder aufgegriffen hat. Leider eigentlich. Schade eigentlich. Der gute Leon, Squall Leonhardt. Ich fühle das immer noch der Speedrun im Hintergrund. So, du hast auch so Dreck. Konsolenversionen, soweit ich weiß. Wie ist es da mit der Fackel? Wie lange hält die? Ist es immer gleich lang oder hängt es auch davon ab, wo der nächste Feuercontainer ist? Da ist es, glaube ich, immer gleich lang. Okay, hab ich Und mir zwar gedacht. so mittellang lang. Da gibt es ja auch diese Windspiele, wo der Wind da ist und die Fackel ausmacht, wenn man nicht rechtzeitig in Schutz geht. Oh. Das hat immer Spaß gemacht. Nicht? Bin gleich tot. Nein, nein, Obelix! Da bei mir, Fettes ich habe erstmal Kind. wieder so eine Framerate von 10 ungefähr und ich glaube, das hängt so ein bisschen hinterher. Der Obelix hat auf jeden Fall gerade einen Zaubertrank geschluckt. Ja, das habe ich gesehen. Naja, egal. In der Rookie-Orgie. Ich glaube, ich brauche die Gegner, die da sind, gar nicht besiegen. Eine Ich glaube, du Ruckelorgie ist musst. cool. Ich mag Ruckelorgien. So, zock einfach weg mit euch. Ruckzuck-Hieb. Ruckzuckhieb, genau. Wo waren gab's denn Ruckzuckhieb? Eine Ah ja, Pokémon-Attacke. stimmt. Ich habe gerade eher an Quash gedacht. Mehr weiß ich nicht über Pokémon. Cool, ich habe Pokémon Gelb gespielt. Hat Spaß Ich kenne gemacht. Pikachu. Ich kenn. Oh! Ich habe das Pikachu. Gefühl, das ist Ludeko und ich kann nicht Stein trotzdem hier rüberziehen. Ja, Die kann ich. Framerate beruhigt sich gerade. Das ist super, es passiert jetzt auch weniger. Weniger Gegner, weniger Action. Ich hoffe auf den Händler tatsächlich. Ich habe jetzt nämlich gleich die 500, 5000 voll. Wahrscheinlich kommt er kurz bevor ich genug Geld habe. Gut möglich. Ich muss noch Kingdom Hearts leveln. Wo kann ich am besten leveln? Du kennst sie doch aus. Aktuell eigentlich da in das war in die dritte Welt, die wir besucht haben. Palast der Träume, oder? Nee, die zweite. Dann halt, ja genau, Dornröschenwelt. Ja, da kann. Das ist das Beste, was du aktuell hast. Alles klar. Bei Peter Palmet hast du ja noch nicht. Hätte ich PS4 jetzt hier, würde ich es einfach nebenbei machen, aber Das wäre eine steht Option. drüben. Ja, ist aber halt, ja, ärgerlich ein bisschen, aber gut. Dann hast du es auf jeden Fall leichter. Und wie gesagt, vielleicht solltest du dich nochmal durch das Kommandobrett quälen. Problem ist, ich verstehe das Kommandobrett nicht. Wahrscheinlich mache ich es dann falsch. Ja. Wobei das bei Vanitas eh nichts bringt. Anscheinend. Ja, Also. sind echt immun gegen diese Scheiße. Ich check's nicht. Ja. Kommando-Messerbrett. In Resident Evil 3 gibt es ein 10.000 Grad heißes Messer, mit dem man kämpfen kann. Jetzt echt? Nee, Hotdogger. Also es ist ein Messer, mit dem die Gegner in Flammen aufgehen. Okay. Das heißt wirklich irgendwie 10.000 Grad heißes Messer. Nee, ich glaube, es war auch mal 1.000 Grad, ne? Aber. Ich so, boah, ach. Keine Ahnung. Am Anfang war es wahrscheinlich 1000 und dann wollte man sich toppen, dann haben sie es 10.000 genannt. Ja, mein Kater ist jetzt runtergesprungen. Auf die Straße, das wird gerade überrollt. Nein. Oh, schön. Wir haben fast die 5000 Dollar. Dollar. Euro-Dollar. Ja, Leute, mit euch kann ich nichts leveln. Was ist die Währung in Cyberpunk? Dollar? Euro-Dollar. Echt? Ja. Sympathisch, nicht. Cyberpunk, vielleicht spiele ich das nachher noch ein bisschen. Viel Spaß. Ich bin Ja, tot. habe ich. Vor allem, wenn ich Bugs finde und sie aufnehme, das ist mal schön. Was habe ich denn so für Save States? Wie viel Spielstunden habe ich? 36. Den hier muss ich laden. Und nochmal alles neu.
Juhu. Was hat ihr halt noch so? Diese komischen Insider. Okay. Was auch immer. Ja. Hey. Hahaha. Oh man, freut es auf Crash Bash. Ich mach da einen Trailer. Ja, ja. Boah, ein Trailer, das wäre auch mal wieder eine Idee. In bester Qualität. Ich hab neulich meinen Rayman 3 Trailer nochmal gesehen. Cool, war der gut? Ja. Du hast einen Rayman 3 Trailer gemacht? Ja. Hab ich den gesehen? Er war großartig. Warte, er ging... wo ist er? Da, 24 Sekunden. Ich erinnere mich an den Crash to Insanity Trailer von Stuxel damals. Den kenne ich nicht, glaube ich. Stuxel war auf jeden Fall sehr enttäuscht, weil alle dieses Spiel so gehypt haben angeblich und es dann schon kacke war. Joa. Insanity ist... cool. Schwierig. Hat gute Aspekte, hat aber auch nicht so gute Aspekte. Ja. Hätten sie mal gequatscht. Ja, echt. Crunch wird alles besser. Nee. Cybercrunch. Ich war nur ein Umfang, den man nicht braucht. Wo man dann drei Kampagnen hat, wo es aber egal, wo man anfängt, weil es alles das gleiche ist. Ja. Wo die Veränderung, wo die Genitalien-Einstellungen genauso entscheidend sind. Kannst einstellen, wie groß Genitalien sind, aber kannst dir nur Presets aus gefühlt drei Frisuren aussuchen. Ja. Ich hab gehört, Penis 1 soll ganz gut sein. Oh, ich habe mich für Penis 2 entschieden. Okay, ich habe keine Ahnung, wie die aussehen. Nee, ich bin eine Frau. Also. Ich hätte auch einen Penis reinmachen können. Ja, klar. Ah ja, ich bin transphob. Was? Gut. So, ich mag Gegner. Was wollte ich gerade noch sagen? Achso, sollte man lieber machen wie Rockstar oder so. Crunchen, aber wenigstens gute Spiele dabei machen. Ja. Dass der Crunch lohnt. Ja. Und mir wollte beim GameStop noch jemand die Spiele andrehen. Vor einer Woche vor Release. Nee. Gut, dass du es nicht getan hast. Ja, auf jeden Fall. Ich mein, vor allem nicht für PS Vita. Jetzt für die Pose der Kacke. Ja, da erinnert mich halt gerne an die Werbung, die ich gesehen habe. Wo halt steht, funktioniert auf PS5 und Xbox Series X. Hm. Ja, naja. Dann haben sie wenigstens, haben die wenigstens Spiele, für die sich die Konsole lohnt, wenn man kein PC hat. Wahrscheinlich ist das so geplant gewesen. Hast du die Gegner übrigens besiegt? Bist du stolz drauf? Das ganze Spiel ist verplant, ey. Was ist verplant? Das ganze Spiel. Ich glaube, ich brauche bestimmt das Feuer. Aber wenigstens hat in jeder Welt seine eigene Musik. Ja, ich höre es zwar gerade nicht so wirklich, aber ist okay. Ist du noch da? Oder ist es nur eine Aufnahme, die läuft? Eine Aufnahme, okay. Ist irgendwo ein Felsen? Nee. Ah, ich kann ruhig schon drüber schwimmen. Meine Bauer ist ja anscheinend. Aber okay, ich muss die Löwen besiegen. Gar keinen Bock. Ich hoffe, du stirbst, wenn du wieder an Land springst. Ja, hoffentlich. Ich sterbe, wenn ich in die Klauen dieser Löwen falle. Oh, ja, tut's gleich wirklich. Noch 9 Löwen. Gegner, Löwen. Ich hatte Löwen. Ich auch. Tot. Tja. Mann, bin ich froh, dass ich das Spiel nicht spielen muss. Ja. Ich hole hier meine PS2 nochmal aus. Du hast halt gute Qualität, im Gegensatz zu mir. Aber ich krieg trotzdem immer irgendwie Abonnenten dazu. Ich weiß nicht warum. Ich krieg Abonnenten dazu. Ah, ich nicht. Und ich hab halt irgendwie auch vergleichsweise Aufrufzahlen, also Watchtime auf meine Asterix-Parts, die halt irgendwie doppelt so groß sind, als auf alle anderen Videos, die du guckst. Ich guck halt durch, ne? Und anscheinend zweimal. Dann klicke ich nochmal auf die Videos, wenn du Kommentare antwortest, aber... Tja, 1120 Abonnenten, mehr wird's nicht mehr. Mein Zenit erreicht. Ja, ich bin bei Rayman Revolution, glaube ich.
Ja, das war Hochtime. Hochzeit und die hat dann verlängert mit Rayman 3. Ja. Rayman 3 war schön, da hab ich dann auf Abonnieren gedrückt. Ab dann ging es nur noch bergab. Verständlich. Dann habe ich dir ja irgendwann angefangen, Spiele zu schicken. Die ich dann direkt am ersten Tag. Ich hab direkt am ersten Tag nach deiner Adresse gefragt, damit ich sie verschicken kann. Ja. Einfach nur, weil du Werbung für mich gemacht hast in Rayman Revolutions. Ohne meinen Namen zu nennen. Ich weiß es nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, habe ich wirklich Werbung gemacht? Ich hatte deine Videos damals irgendwie gesehen, als ich Hilfe brauchte. Ja, in den Kommentaren hast du dann gesagt, ey, dich kenne ich. Ja. Da hast du gesagt, hey, ich habe deine Videos geguckt zur Hilfe und dann habe ich irgendwann das weiter und so weiter im Projekt und habe es dann gesehen. Lorbeerblatt. Ist eine lustige Zeit. Was seitdem so alles passiert ist, ich habe keine Chemie mehr gemacht. Ich habe angefangen, Mathe zu studieren. Und bin noch dabei. Im fast 10. Semester bald. Ich ging zur Schule, dann war ich depressiv und jetzt bin ich noch studieren. Und depressiv. Guck mal, ich kann übrigens auch sprinten. Hast du wahrscheinlich gar nichts gesehen? Doch, also war so ein bisschen Dia-Show, also ich habe gemerkt, dass du dich schnell bewegt hast. Mein erster XL2-Part hat 34.000 Euro. Wenn ihr ein gutes XL2-Let's Play sehen wollt, guckt auch nicht bei mir vorbei. Ist besser als XL1, aber... Mein erstes Deathmatch-Video hat 55.000 Aufrufe, glaube ich. Mein verbessertes Deathmatch-Video nicht. Das ist das einzige alte Assassin's Creed-Info-Video, was ich nicht löschen werde, einfach weil es so viele Aufrufe hat und weil ich geil bin darauf. 27 Dislikes hat es aber auch 229 Likes. Ja, die Dislikes sind auch voll berechtigt. Ja, finde ich auch. Mein neues Video ist aber ein bisschen besser. 50 Kommentare. Ich bin sehr gespannt, wie das Spiel wird. Den ersten Teil kenne ich ja auch überhaupt nicht. Auf die Parodien bin ich aber sehr gespannt. Hä? Schrieb Temple Assassin 689 vor 5 Jahren. Worum geht's da? XL1. L2. Ah, ja. Wie waren die Parodien denn? Kacke bestimmt. Ja. Oder und ich habe geantwortet. Ich habe auch geantwortet. Mein altes RB konntest du dir wohl nicht geben, was? Kann ich verstehen. XL. Das sagst du jetzt aber auch zu dem Let's Play von damals. XL. Jetzt sag ich das auch zu XL2, das ist richtig. Naja. Nee. Und in so 2 Jahren sag ich das auch zu XL3. Aber das Spiel hat auch beschissen, also. Ja. Das passt dann wieder. Ich komme die ganze Zeit gegen mein Mikrofon, weil ich mir. Gegen das Mikrofon kommen erst ab 22 Uhr. Okay. Warten wir noch 2 Stunden. Weil das ja nichts mit dem Video-Upload macht. Aber du kannst jetzt schon gegen das Mikrofon kommen. Alles klar. Mach ich auch gleich. Also in der Fertig. Werbung. In der Werbung. Das war wohl gerade nach. Nee, warte mal, was mich ja Rayman. Als ich angefangen habe, bei dir zu gucken, bin ich nur in die Playlist reingegangen, die mir sofort zusagt. Den ersten Part deines alten Projekts habe ich aber kommentiert. Oha, erstmal gucken. Wer hat geschrieben? Ja, du. Wo denn? Bei XSL2. Quasi auf meine Antwort nochmal. Okay, vielleicht nehme ich es wieder. Da habe ich jetzt auch dein komisches, Banjo-Kazooie Game Boy Advance Spiel kurz versucht anzugucken, hat dann keinen Bock mehr drauf, weil es kacke ist. Das kann sehr gut sein. Das ist ja qualitativ auch so. Wahrscheinlich ähnlich aus wie hier XL. Genau. Oh Gott, da habe ich noch diese Filter benutzt beim Emulator. Filter? Gibt es so eine. Wie nennt man das? Kantenglättungsfilter, wo die Pixel so. Das sieht da merkwürdig aus. Also, was ich nicht habe, okay. Was für eine Story. Ist ja ganz praktisch, dass dieser Teil zwischen Teil 1 und 2 spielt, da ich bisher nur den ersten kenne. Schrieb Testu. Ich würde sagen, die Game Boy Advance Story davon ist nicht Kanon. Aber gut, ich kann das nicht beurteilen. Traust du es dir wirklich, das hier anzugucken? Habe ich geantwortet. Und wir dann mal schauen. Ja, mal schauen. Die Antwort kennen wir beide. So, jetzt mal bei XC1 hier. Mal angeblich die erste Folge kommentiert. Dann gucken wir nochmal.
Das ist doch eine ganz normale Folge. Oh Gott, meine, da ja noch mein Vorspann. Meine Fresse, ich will gar nicht sehen, Alter. Fresche Frisur habe ich hier. Ja, da sehe ich auch aus wie 14, 13. Schöne Stimme, hast du einfach nur geschrieben. Wo denn? Unter dem ersten Part von XXL1. Das ist auf jeden Fall gelogen, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, das Doppelpunkt D dahinter ist auch ein bisschen... Doppelpunkt D. Spiel wird gespeichert. Game Boy Advance Trademark nicht entfernen. Kein Rodelikt. Schade. Ich habe übrigens $5,000. Und ich, ich habe Lust auf Selbstmord. Hallo. Hätte ich auch, wenn ich nur $5,000 hätte. Warum sind denn hier zwei Wege? Ich kann keine zwei Tage mit überleben. Okay, man stirbt. Und schöne Todesanimation auf jeden Fall. Achso, du bist tot. Ja. Ich habe ja den Sound nicht, deswegen standst du einfach nur wieder. Ah ja. Was habe ich denn sonst noch so kommentiert? Das macht mir gerade Spaß. Gute Frage. Was habe ich denn bei Rayman kommentiert? Revolution. Folge 1, gucken wir mal. Hey, ich kenne dich. Ich muss ja echt sagen, es ist echt cool, dass du hier auch noch einige Hintergrundinfos gibst. Auch gut, vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren zählt nicht. Ja, habe ich geschrieben, so viel Mühe gebe ich mir heute gar nicht mehr. Das stimmt. Und du? Das ist leider wahr. Ah, hier. Oh Gott, mein absolutes liebstes Rayman-Spiel, alles klein geschrieben. Oh Gott. Wobei mir Rayman-Scherei auch gefällt und auch Rayman 1. Nur die neuen Spiele wie Origins und Legends mag ich nicht so. Würde ich immer spielen, auf jeden Fall. Das ist ja interessant. Also die 3D-Spiele auf jeden Fall noch besser. Oh, ja, doch. Also Origins ist halt Müll, aber... Ja, kann leihen, habe ich nicht gespielt. Legends war schon ganz cool. Das stimmt. Ich freue mich auf die Origins-Level. Kannst ja streamen, wenn du Langeweile hast, weil du wegen First Bash nichts aufnehmen kannst. Ja, könnte ich echt mal machen. Alter, Fetzenwolf hat darauf geantwortet. Fetzenwolf, den habe ich auch schon mal gelesen. Ja, Bezug zu hier auf jeden Fall. Stimmt. Sehr interessant. Der hat bei mir geguckt. Der hat 9500 Abonnenten. Dann kriegt er bald den Playbutton. Dann guckt er so einen Müll wie meine Videos. Was ist da los? Wie kommt der da hin? Was ist denn da los? Zug zu guckt es ja auch. Cool. Na, guckst du nicht Leute, die weniger Abos haben als du? Nee. Ich tu das. Überraschenderweise. Nee, so ein Abschaum gucke ich nicht. Ich frage wirklich, warum der Super Flash Quest so wenige Abonnenten hat, weiß ich echt nicht. Der hat echt gute Qualität, die ich nicht verstehe. Er hat wirklich eine gute Qualität, aber ich glaube, er macht einfach zu wenig. Das ist einfach die Sache. Also, wir müssen verstehen. Auch. Er hatte mal irgendwie so, und das habe ich sogar gesehen, irgendwie diese, war das Boomtour, weiß ich gar nicht, wo er so sein Setup erklärt hat. Und ich muss so, Ja, da ist mein Mischpult und da ist das und dies und das und Hilfe. Ja. So. Das ist korrekt. Ich hoffe, wir sehen gleich einen Händler. Weil ich habe jetzt das Geld. Oh, einfach rein. Und jetzt weiter zum Kanister. Oh, ich habe meinen Tee schon wieder vergessen. Hier ist es kalt. Ist meine SpongeBob-Tasse hier. Na cool. Wann kommt SpongeBob der Film? Das Spiel, der Film. Das machen wir in der nächsten Folge, Freunde der Sonne. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und ja. Mal gucken, ob wir das in der nächsten Folge durchspielen. Also wir haben es ja wirklich fast durch und das ist viel letztes Level. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Und? Möchtest du was sagen? Abonniert Super Flash Crash. Okay, vielen Dank und ciao. Tschüss.